Es war wirklich wie ein reißender Fluss und es war beängstigend. Man hat wirklich Angst gehabt. In der Nacht hier in Gotsbüren dramatische Szenen. Ein Mann versucht noch, sein Auto aus den Schlammmassen zu retten und woanders hinzufahren. Sein Nachbar gegenüber sieht es, versucht zu helfen und bewahrt ihn so vor Schlimmerem. Ich habe dann aus dem Fenster geschrien, lass es, das wird nichts mehr. Und dann ist das Auto schon weggeschmiert. Und erst dann, um sich zu springen, ist er nach rechts gesprungen und war dann auf der anderen Seite vom Wasser statt zur Hausseite. Und in den Massen kam er nicht mehr rüber. Keine Chance. Dann haben wir gewartet und er hat gezittert mit kurzer Hose, Schlafanhose und nur eine Jacke drüber. Und dann habe ich gesehen, seine Frau hat versucht zu helfen. Und gesagt, da muss ich runter, das geht sonst nicht. Und dann habe ich ihm Gurt zugeschmissen und habe ihn in die Straße dann rübergezogen, dass er hofft, wieder an sein Haus kommt und sich aufwärmen konnte. Halt, ne? Also das war schon auch, ja, nervenaufreibend. Ne? Der Nachbar rettete ihm das Leben. Sein Wagen wird vom ständig wachsenden Wasserstrom durch den Ort bewegt. Später kann die Feuerwehr das Auto zum Glück noch festhalten und von den Fluten wegbringen. Am Morgen danach ist in Gotsbüren im Landkreis Kassel die ganze Zerstörung sichtbar. In diesem Ort haben die Fluten besonders gewütet. Autos werden mitgerissen, Bäume entwurzelt. Das Wasser zerstört Gehwege und Straßen, zum Teil vor kurzem erst erneuert. So hatten wir es noch nie. Wirklich nicht. Also das ist das Schlimmste, was ich, seitdem ich hier wohne, oder ich bin hier auch aufgewachsen, sowas hatten wir nicht. Wir haben es ja immer mit Starkregen, dass es hier runterläuft, aber nicht in diesen Massen, weil es war ja unwahrscheinlich hoch gewesen. Ne? Ab kurz nach Mitternacht begann der Starkregen in der gesamten Region um Bad Karlshafen, Wesertal, Trendelburg, Hofgeismar und Reinhardshagen. Viele Einsatzkräfte pumpen unzählige Keller leer, bauen Straßensperren auf. Dauereinsatz und Fluten bis zu 2 Meter hoch. Die Wassermassen rollen durch den Ort Gotsbüren mit unbändiger Kraft, wie sich am Morgen zeigt. Viele Autos werden wie Spielzeuge umhergeworfen und gestapelt. Viele Feuerwehrmänner arbeiten in der Nacht ohne Pause. Und er wollte eigentlich schon längst im Urlaub sein. Ungefähr eine Stunde, nachdem ich bei der Feuerwehr weg bin, war ich endlich hier zu Hause. Hab noch versucht, mit Sandsäcken zu stapeln. Aber man sieht es ja am Wohnhaus, die Autos kamen hier an und es war nicht mehr aufzuhalten, das ganze Wasser. Wir wollten eigentlich heute Morgen um 8 Uhr aufbrechen, mit der Familie in Urlaub fahren. Wohnmobil, alles gepackt, aber wir können nicht mehr losfahren. Das komplette Erdgeschoss, Keller, steht alles unter Wasser. Die Fluten sind noch nicht weg. Es hat aber aufgehört zu regnen. Das Wasser umringt vor dem Ort am Morgen noch eine Schafsherde. Die Tiere, offenbar geschockt, rühren sich stundenlang nicht von der Stelle. Sie sind in Sichtweite dieses Hofes. Günther Behnke schaut sich am Morgen an, was die Wassermassen noch von seinem Grundstück übrig ließen. Viel ist es nicht. Eine Szenerie wie im Katastrophenfilm, sagt er. Er ist fassungslos. Wir sind gar nicht ins Bett gekommen, erst einmal, denn es waren ja doch schon Regenfälle da. Mit etwas Hochwasser rechnen wir hier immer, wenn ein stärker Regenfall ist. Aber dass damit einmal so laut wurde und hier alles rauschend runterkam, wie beim Wasserfall. 170 Liter pro Quadratmeter Wasser sind hier runtergekommen. Solche Regenmassen sind selten. Warum das Wetter doch so überraschend starke Auswirkungen hatte, wird von Experten noch aufgearbeitet. Bis die Schäden alle erfasst sind, wird es auch dauern. Erstmal sind die Bürger hier damit beschäftigt, wieder halbwegs normale Verhältnisse herzustellen. Die Bucht des Wassers wird vielen noch lange in Erinnerung bleiben.